Wir feiern diese Andacht im Namen Gottes, im Namen der Hoffnung, die angesichts der Finsternisse trotzdem sagt. Und im Namen Jesu Christi, im Namen der Fantasie, die anderen Menschen Wege zu Gott öffnet. Und wir vertrauen darauf, dass Gottes Geist unter uns spürbar ist, heute und in aller Ewigkeit. Amen. Eigentlich wäre ich jetzt gar nicht hier, denn seit ein paar Tagen sollte ich zusammen mit 32 Konfirmandinnen und Konfirmanden und mit einem Team von älteren Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf Konfirmandenfahrt sein. Und wir hatten fast das gesamte Programm schon fertig geplant, als wir erfahren haben, dass wir in diesem Jahr doch nicht zusammen verreisen können. Wir hatten richtig viel Freude bei der gemeinsamen Vorbereitung. Und ich glaube, auch ihr habt euch schon auf die gemeinsame Zeit gefreut. Aber ganz viel von dem, was wir zusammen machen wollten, wollen wir im Juni nachholen. Und dann wollen wir auch zusammen zwei Gottesdienste vorbereiten und wir hoffen, dass wir die dann auch hier in der St. Petrikirche zusammen feiern können. Ob es zu einer gemeinsamen Kanutour noch kommen kann, so wie es eigentlich auch für die gemeinsame Zeit geplant war, das wissen wir jetzt allerdings noch nicht. Und weil ich gerade jetzt an euch denke, an euch Konfirmandinnen und Konfirmanden, die ihr in diesem Jahr etwas später als sonst hier bei uns in der St. Petrikirche konfirmiert werdet und mich mit euch verbunden fühle, möchte ich heute Abend diese Andacht mit euch zusammen gestalten. Und zusammen mit Luisa, die ihr ja von eurer ersten Konfirmfahrt in Osterode schon kennt. Ja, wie das gehen soll? Ihr habt kurz vor den Osterferien Texte geschrieben, die davon handeln, was ihr glaubt. Daraus werden wir jetzt Ausschnitte vorlesen. Ich glaube, dass Gott uns als Vater behütet und beschützt für alle Zeiten. Ich glaube an Jesus, der so viel für uns getan hat und sich sogar für uns geopfert hat. Ich glaube auch an den Heiligen Geist, der in uns für Frieden sorgt und uns von innen erfüllt. Es passiert so viel Schlechtes auf der Welt, sodass ich mich manchmal frage, warum Gott gegen dieses Schlechte nichts tun kann. Dennoch glaube ich an Gott. Er ist immer für mich da, in allen Lebenssituationen. Gott, der ist doch überall. Ich glaube, jeder, der an Gott glaubt, spürt das innerlich. Man kann mit Gott über alles reden, auch wenn man ihn nicht direkt sieht. Gott ist für mich da. Ich glaube daran, dass der Gedanke an Gott uns in schweren Situationen bestärkt, Mut macht und uns aufmuntert, weiterzumachen und nicht aufzugeben. Es hilft einfach nur zu wissen, dass er da ist. So kann man auch die schwersten Zeiten im Leben überstehen. Ich glaube, dass Gott mich beschützt und dass er mich liebt, so wie ich bin. Gott sind alle gleich viel wert. Ich glaube an Jesus Christus, der für alle Menschen gestorben ist und uns den Glauben näher gebracht hat. Dafür bin ich dankbar. Ich glaube, Gott ist in jeder guten Tat, die ich oder jemand anderes vollbringt. Ich glaube, wenn jeder versuchen würde, so wie Jesus zu leben, sodass das Wohl der anderen in manchen Situationen vorgeht, vor dem eigenen Interessen, dann findet man Frieden. Dieser Glaube öffnet uns die Augen für andere Menschen.
Ich glaube, dass Gott uns Menschen Mut gibt, wenn wir schwere Zeiten haben. Gott ist für Gerechtigkeit und Frieden. Gott versucht uns jeden Tag klarzumachen, wie wertvoll unser Leben ist. Er ist immer für mich da. Diese Gedanken stärken mich und geben mir Kraft. Gerade in der jetzigen Situation ist vieles ungewiss und manchmal fehlt vielleicht auch der Mut. So geht es vielen. Umso schöner, eure Gedanken nun zu teilen. Gott bestärkt uns in schwierigen Situationen und schenkt uns Mut. Das wünschen wir auch euch, dass euch das, was ihr glaubt, Kraft und Mut gibt. Auch in diesen Tagen, heute und alle Zeiten. Wir wollen beten und wir fühlen uns dabei mit euch Konfirmandinnen und Konfirmanden verbunden und mit allen, die uns zuhören und stellen uns vor, dass ihr jetzt hier mit uns im Kreis steht. Guter Gott, wir versuchen trotz allen Unglücks, das wir in diesen Tagen erleben oder von dem wir hören, an dich zu glauben. Daran, dass du uns hörst, uns verstehst, mit uns mitfühlst, uns tröstest. Wir bitten um deinen Segen, Gott. Dein Segen für alle Kranken, für alle Sterbenden, für alle, die Angst haben.
Dein Segen für alle, die in den Armvierteln oder Flüchtlingslagern dieser Welt leben und nicht wissen, wie sie sich schützen sollen. Wir bitten dich heute um deinen Segen für unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden. Gott, bitte sei du bei ihnen. Lass sie mit Geduld warten können, bis wir ihre Konfirmation feiern. Wir beten gemeinsam: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott, der deinen Lebensweg mit dir geht, der deine Sehnsüchte kennt, der dich bei deiner Suche nach Glück und Erfüllung begleitet, segne und behüte dich. Erlasse dich Liebe und Geborgenheit erfahren und trage dich durch schwere Momente deines Lebens. So segne dich Gott, der dich liebt, wie du bist, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.